Hallo und herzlich willkommen zu Jump Light Odyssey. Es gab jetzt wieder mal ein Update und wir sind jetzt in Version 0.1.1 P3. Die P3 beinhaltet jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass es für Part 3 steht, also für Teil 3. Ja. Das beinhaltet jetzt, dass die Meteoriten erstmal rausgenommen worden sind, weil die Community sich ein bisschen beschwert hat. Die machen zu heftigen Schaden und man kann es nicht reparieren. Es gibt wohl keine richtige Möglichkeit. Man hat Druckverlust und am Ende führt das zu Frust, weil die Besatzung Moral verliert und etc. etc. Deswegen, ja, ist es halt rausgenommen worden. Es kommt aber definitiv wieder. Genauso wie, was ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, dieses Update im Oktober. So Mitte, Ende Oktober ungefähr, Pi mal Daumen wird es kommen. Und es soll eine neue Galaxis sein irgendwie oder ein neues Bereich, wo wir durchfliegen können. Und es soll ein heftiges, ja, eine heftige Sache soll es werden. Wir werden mal schauen. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Das ist für mich der Grund, dass ich die Folge, die ich am Montag gezeigt habe, nochmal neu starte, damit alles wirklich gut funktioniert. Es wurde zwar geschrieben, es reicht, wenn man das runterlädt und dann nochmal das Spiel neu lädt, dann soll das übernommen sein. Aber ob es so ist, weiß ich nicht. Deswegen, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben nur ein paar Einstellungen getroffen. Das werden wir jetzt live schnell nochmal wiederholen. Und es ist mir sowieso lieber, weil ich glaube auch, wir haben die Besatzung ein bisschen zu sehr vollgeladen. Räumen wir dort den Dreck weg, machen wir dort Wasser, machen wir dort Sauerstoff, machen wir dies, machen wir das, machen wir jenes. Ich glaube, es war vielleicht ein bisschen heftig für den Anfang. Deswegen habe ich gesagt, wir machen, da wir ja noch sowieso noch nicht gestartet sind, machen wir das jetzt live. Und meine Prämisse war eigentlich auch, ich möchte es gerne laufen lassen. Das heißt, wir werden nur selten oder gar nicht auf Pause gehen und wir lassen es laufen, live laufen lassen, dass wir irgendwie vorankommen, ne? Gut, wir nehmen die normale Odyssee. Ja, und ich bitte zu entschuldigen. Ich habe es schon wieder im Hals, ich weiß auch nicht. Dann, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, in 2, 3, 4, 5 Stunden, wann auch immer, dann wird alles gut sein. Aber bis dahin, naja. Okay, ich würde sagen, wir steigen oben ein. Und wir schauen uns erstmal den ganzen Salat hier an. Also, wir können schon mal für den nächsten Stern das Ziel setzen. Ich glaube, das ist das aktuelle System, da müssen wir dahin. Das ist, glaube ich, okay. Gut, dann haben wir hier zwei Sachen diesmal. Achso, Abfangen und Dings, genau. Das heißt, wir gehen gleich mal runter und lassen es laufen. So, ich gehe mal vom Alarm auf grün, dass sie sich hier entspannen können. Atmosphäre kritisch, warum? Warum ist die Atmosphäre kritisch? Keine Ahnung. So, dann werden wir mal das erste Schiff hier bemannen. Und ja, wir könnten das jetzt auf Automatik machen, wir können es jetzt mit Soldaten machen. Soldaten ist natürlich immer das Beste. Und da gehe ich mal auf die Gesundheit und wir nehmen natürlich die gesündesten. Die werden wir jetzt hier fortschicken. Soldaten, gesündeste, nehmen wir dich noch mit rein. So, und dann kommst du auch noch mit hier, genau. Und dann ist es das. Ja, dann werden wir das mal machen. Dann werden wir uns hier das Trümmerfeld holen. Hoffe ich zumindest, dass es funktioniert. 75% haben wir wohl. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben 12 Stunden, haben wir vor. Lauf. Schauen wir einfach mal. So, als erstes. Ich muss jetzt gucken. Wir gehen mal ganz kurz hier raus. So, das läuft mehr oder weniger alles. Als erstes werde ich mal prüfen. Ich brauche jemanden fürs Essen. Jawohl. Ich werde hier jemanden einstellen. So, dann machen wir eine feste Position. Das läuft. Haben wir. Gut. Als zweites, ja, werden wir mal gucken. Okay, als zweites werde ich mal Folgendes machen. Ich werde jetzt das abbauen, was hier für mich unnötig erscheint und was uns eventuell wahnsinnig Ressourcen kosten könnte. Dass das schon mal verschwunden ist. So. Dann werden wir uns gleich um die Energie kümmern. Hier, die Waffen, die können bleiben. Das kann bleiben. Was haben wir hier? Das ist auch so eine... Ich weiß nicht, warum die hier so gerne damit spielen gehen, aber die nehmen das halt und ja, auf alle Fälle fliegt es weg. Das sind Ressourcen, die verschwenden wir. So, wie sieht es hier aus? Hier haben wir die Krankenstation. Hier ist kein Sauerstoff. So, okay. Das sind Waffen. Warte mal, ich muss hier mal drehen. Ja, wir machen es jetzt, wie gesagt, ein bisschen anders. Mich primär werden wir uns jetzt gleich mal um darum hier kümmern, dass hier auch jemand arbeitet. Genau. Jawohl, das will ich auch. Und den Rest werden wir finden. So.
Hier würde ich gerne Essen trinken. Ist so eine Sache. Wir haben keine Essensproduktion. Wir haben noch Essen da. Das heißt, wir machen hier eine ganz kleine Geschichte. Aber wirklich nur eine kleine. Und zwar die Pilze nehmen wir. Ja, die Pilze haben wir ja letztens auch schon gebaut. Die nehmen wir. Jetzt muss ich bloß gucken, wie wir es machen. Da muss ich mal unseren Zeug drehen hier. Warte mal. Denn die bringen nämlich nicht schlecht. Ne? Das ist wirklich nett. Aber es muss eben sein, dass wir das haben. Ja. Ist alles ein bisschen viel, aber es muss. Es muss. Drei. Hier könnte man sogar noch was hinbekommen. Nee, haut nicht mit dem hin. Okay, gut. Dann ist egal. Gut, das reicht erstmal. So, die können erstmal hier produzieren und machen und mehren, genau. So, jetzt hätte ich hier gerne noch ein bisschen irgendwie, dass wir noch ein bisschen Sauerstoff oder was haben. Da muss ich nochmal gucken. So. Hab mir auch überlegt, eventuell die Stromkästen können wir leider nicht austauschen, wegen der Brandgefahr. Aber ich habe überlegt, dass man die Sauerstoffsachen eventuell mit Pflanzen machen. Aber das wird schwierig, ich sag's gleich. Das wird nicht richtig hinhauen. Das wird nicht reichen. Da wird uns das Wasser davon fließen. Ja. Und deswegen, naja, müssen wir gucken. Ja, wir machen das jetzt hier alles Stück für Stück. So, das ist erstmal das Wichtigste. Genau. Und hier brauchen wir auch noch Sauerstoff. Hier haben sie auch nichts. Na sowas, wie konnte das denn passieren? Warte mal, da gehen wir mal hier rein. Genau. Und dann machen wir hier Strom. Und hier Sauerstoff. Und dann können wir das bauen. So, dann sollten wir erstmal fit sein. Jawohl. Das Schiff ist unterwegs, gehe ich mal davon aus, ne? Ich drehe mal zurück hier. Schwuppdiwupps. Das ist unterwegs, das läuft. Sehr gut. Ja, so werden wir es machen. Wir werden das jetzt live machen. Und das ist es einfach. Und ich muss als erstes, glaube ich, muss ich hier auf die Sprunglicht gehen. Wir haben... Ja, ich muss gucken. Ich weiß nicht, was reinkommt. Wir werden gucken. Aber das ist jetzt eine wichtige Sache. Und zwar will ich erstmal den bauen. Der kostet uns am wenigsten 15 Verbundstoffe. Ist das Beste, was wir haben. So leid es mir tut, aber mehr haben wir halt nicht. Und ja, dann werden wir den mal hier bauen. Gut, weiß ich. Wird wahrscheinlich, wenn wir Glück haben mit der nächsten Lieferung, war ein voller Erfolg. 10 Stück, jawohl. Der ist gerettet. Da müssen wir 3 übrig haben, jawohl. Sehr gut. Das ist absolut in Ordnung. Der ist da. Die können sich ausruhen. Ich kann mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz, bloß für ein Check-up. Okay, die Werte sehen gut aus. Gestresst. Ja, wir müssen Erholung, das passt. Das passt auch. Wo ist der dritte? Okay, das passt soweit. Ja, okay, gut. Können wir laufen lassen? Passt. Das heißt, wir könnten jetzt schon ins nächste System springen, aber wir haben kein Sprunglicht. Das heißt, wir müssen warten. Das ist wiederum schlecht. Aber so ist es halt. So, warte mal, hier wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Genau. So. Diesen werden wir favorisieren, dass das hier immer läuft mit dem. Und sobald die ihre Schicht beendet hat, werden wir hier das auch beenden. Sehr gut, das gefällt schon mal. Gut, dann muss ich mal ganz kurz Pause machen. Ich weiß, wir wollten es laufen lassen, aber ich muss es trotzdem für den Moment machen. So, wir werden hier einen großen Reaktor hinbauen. Das heißt, ich werde hier... Nee, warte mal. Das hier abreißen, das abreißen, das abreißen und das abreißen. Und dann geben wir das in Auftrag. Wunderbar. Dann lassen wir es laufen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich jetzt im Auftrag gebe, das einfach hier zu erweitern und dass es automatisch abreißt. Oder dass wir sagen, ja, könntest du machen, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, schwierig, ne? Hier hatte ich noch eine Idee. Und zwar haben wir ja hier diese wunderschönen Batterien. Und da könnten wir durchaus mal gucken. Wow. Die macht natürlich... 200 statt 50, ne? Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch 2 bauen können, ne? Auf der anderen Seite sollten die eigentlich fertig werden mit dem Strom. Das würde dann schon wieder zu voll werden. Das sieht schon mal gut aus, wie sie es machen. Und dann ist es das. Gut, da kommt der Nächste, der hier arbeitet. Das ist auch sehr schön. Wunderbar. Aufräumarbeiten machen wir alles später. Hier sind sie auch dran. Oh, das läuft. Gefällt. Der Strom muss fertig werden.
Und dann haben wir hier auch Schwerkraft. Wunderbar, sehr gut. So, dann wäre der nächste Raum mit Schwerkraft hier. Da würde ich mich entscheiden, das wahrscheinlich hier rüber zu machen. Dass wir erstmal überall Strom haben. Und warte mal, vielleicht würde ich mich sogar entscheiden, das so mal abzuändern. Genau, dass man im Falle eines Feuers die Chance haben, dass wenigstens eins überlebt. Es ist wirklich der Hammer, was das Feuer hier anrichtet. Ich finde das schon echt heftig. Vor allen Dingen, dass du dann... Du kriegst zwar die Ressourcen als Schrott irgendwie wieder. Da müsste man auch mal gucken, ob das... Das können wir mal ganz kurz nebenbei machen. Ich schau mal hier, wir gucken mal rein. Das ist 3 zu 1 und 4... Also 4, 4 würde das kosten. Okay, das entspricht aber einer Produktion von jeweils 2 Ressourcen. Wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, 2 zu 1. Genau, und beim Plastik wird es sicherlich auch so sein. Also sind das 4, 4, sind das 8 Ressourcen. Das heißt, wir bräuchten 16 Schrott. Und ich weiß nicht, ob wir 16 Schrott da rausbekommen. Das kann ich nicht bestätigen. Oh, die sind aber jetzt nah. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir hier wegkommen. Wie sieht denn das hier aus? Kann ich hier noch eine Brio draus machen? Das haben sie alles, das haben sie alles. Das wird nicht funktionieren, ne? Das wird nicht funktionieren. Nee, da werden wir wohl den Erstkontakt haben. Also, wenn alles prickelnd läuft, wirklich, wenn alles prickelnd läuft, haben wir das Glück durchaus, dass sie an der Luftschleuse vorbeikommen oder vielleicht an der Luftschleuse sind. Das wäre wirklich gut, ne? Aber darauf würde ich jetzt nicht wetten. Ja, darauf würde ich jetzt nicht wetten. Ja, hier sieht es ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Wir räumen auf, sobald wir können. Erstmal die ganzen Transportaufträge. Na? So, dreimal Essen haben wir hier auch. Das ist schön. Ja, das ist, weiß nicht, das ist so unprofessionell hingestellt hier, aber so ist es halt, ne? Müssen wir halt gucken. Gut. Dann, wie sieht es beim Strom aus? Die sind dabei. Okay. Ich würde jetzt schon hier weitermachen, damit wir... Nee, warte mal, hier will ich hin. Damit wir hier vorankommen. Ja. Das hier umbauen, ne? Genau. Ein Biomasse nimmt sie mit. Wahnsinn. Aber so ist es halt. Gut, ich gebe mal Gas. Nützt ja nichts. Wasser. Okay, die Verwundeten werden weniger. Es sind ein paar Erschöpfte. Da müssen wir mal gucken, haben wir denn genug Bänke? Wir haben hier Bänke. Einzeln kann ich das nicht wegräumen, ne? Nee, können wir nicht. Gut, ist nicht so schlimm. Ich will die eigentlich noch ein bisschen machen lassen, denn momentan... Wie sieht es denn hier aus? Ja, momentan keiner da ist, kein Problem, die kommt gerade. Der Raum wird hier erweitert, so wie es aussieht, das läuft. Oder die reißen das erst ab, ich weiß es nicht. Den nimmt auf alle Fälle genug mit hier, das sieht sehr gut aus. Das sind mindestens 6 Teile, die der transportiert. Sieht man das eigentlich? Nee, ne? Nee, sieht man nicht. Schade. Gut, auf alle Fälle ist hier voll, das funktioniert. Und dann können wir nämlich hier den Reaktor hinstellen. Und den könnte man wahrscheinlich auch dann, das Konsolenpad könnte man wahrscheinlich schon bauen dafür. Genau, so werden wir es machen. Ja, ich bin gespannt. Sagen wir es so. So, und ich habe mich übrigens immer gewundert, warum der Raum so ein bisschen anders aussieht. Das ist natürlich der Maschinenraum. Das sieht ein bisschen anders aus. Komischerweise ist es so. Und dann kann man das auch nicht ändern. So, wir müssen nochmal gucken. Hier die ganzen Luftschleusen, haben wir die alle verriegelt? Das haben wir nämlich nicht gemacht. Ja, ich lasse das jetzt auch mal, bis wir in das Meteoritenzeug kommen. Lassen wir das mal offen. Da könnt ihr hier da ein bisschen sich vergnügen. So, wir lassen es laufen. Verriegelt. Verriegelt. Das ist auch gut. Und hier ist auch verriegelt. Wir gehen mal eins hoch. Verriegelt. Hier ist offen. Momentan haben wir keine Schäden, wie es aussieht, ne? Ich glaube auch, dass in dem Update jetzt geschrieben wurde, dass die ganzen kaputten Scheiben erstmal repariert wurden. Weil wir eben Probleme mit der Moral haben, ne? Und mit der Ausruhung und etc. Und deswegen haben die das wohl, glaube ich, jetzt erstmal so geregelt, ne? So, was macht der hier? Ein Eis?
Keine Ahnung, die buddeln hier zu zweit. Da hängt einer fest. Okay. Ja, dann ist das so. Hunger sieht nicht so aus, als hätte man das. Okay. Ich will auch nicht beide auf Priorität haben. Das will ich auch nicht. Da müssen wir gucken. Ne? So, jetzt muss ich mal schauen. Wir sind... Wir können springen. Wahnsinn. Kurs ist eingegeben. Jawohl. Ja, dann würde ich mal sagen... Holter die, Holter die Polter. Es geht los. So. Jump light in 5, 4, 3, 2, 1... Ich mach keinen Stress. Die kommen und wir gehen. Alles gut. Ich glaube, wir hätten schon vor einer Stunde springen können. Ich weiß es nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben das erstmal erledigt. Es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache. So, gut. Jetzt muss ich ganz schnell in den Maschinenraum. Mal ganz schnell runter. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt gebaut wurde. Da drehen wir mal unser gutes Stück. Es ist also gebaut worden. Das ist schon mal schön. Das nächste, was jetzt auf der Agenda stehen würde, wäre die Erweiterung. Die Erweiterung. Und jetzt hatte ich keinen Ton. Okay. Na gut. Das reparieren sie. Das ist sehr gut. Okay. Ja, können sie machen. Gut. Jetzt würde ich als nächstes, ich glaube, wir sind soweit, dass wir sagen können, wir können mal ein bisschen Wasser oder so bauen. So, Wasser haben wir hier. Jo. Vielleicht noch eine Bank daneben. Komm, lass uns noch eine Bank bauen. Was soll der Geiz? Ich kann's am Ende auch nicht ändern. Hier werden sie keine Bank brauchen. Das wird relativ sinnfrei sein. Machen wir hier noch einen Wasserautomat. Ja. Und dann machen wir da auch noch eine Bank hin. Wird schon passen. So, gehen wir eins hoch. Da können wir nichts machen. Hier können wir was hinstellen, auf jeden Fall. Ich habe den hier nicht abgerufen. Also das liegt auf alle Fälle nicht an mir. Ja. So, und ein Wasserautomat. Wunderbar. Einmal bauen. Sehr gut. So, der Raum wird irgendwann fertig werden, hoffe ich. Wenn ich jetzt zu viel Wasserautomaten baue, ist das vielleicht nicht so gut, oder? Na, wir werden sehen. Strom haben wir noch. Also die produzieren noch. Wir machen mal schnell weiter. Da haben wir das Wasserproblem gelöst. Und das Stromproblem schließt sich dann gleich an. Das ist doch schon mal gut. So, einmal drehen. Dann machen wir noch eine Bank hier hin. So. Wunderbar. Können wir eins hochgehen. Das läuft. Hier läuft es nicht ganz so. So, einmal hier rein. Einmal da rein. Wie gesagt, das, ich wusste nicht, ob es wirklich dann alles so funktioniert, wie es soll. Deswegen, ich glaube, es ist kein Problem, wenn wir... Wir haben ja nichts gemacht, außer dass ich ein bisschen was erklärt habe. Und das war es eigentlich auch schon. Ne? Und ja, gut. Ne? Dann ist das halt so. Gut. So, was haben wir hier? Da haben wir das. Ja, Feuer haben wir hier auch. Sollten wir hier vielleicht noch irgendwie einen Feuerlöscher oder sowas hinmachen? Bevor die wieder von Buxtehude angerannt kommen? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Weißt du was, das machen wir mal noch. Oh, der geht da gar nicht hin. Aha. Dann machen wir den hier hin. Oh, der braucht Biomasse. Aha, das ist natürlich... Dann machen wir hier noch einen. So, ich glaube, die Etage ist erstmal sicher, relativ gesehen. So, hier ist schon alles da. Das ist auch sehr gut. Wir können mal hier in der Krankenstation schauen. Da ist ein Feuerlöscher. Ja. Ja. So, jetzt muss ich bloß mal warten, dass die hier fertig wären. Das wäre mir ganz lieb, wenn das mal vorangeht. Irgendwo haben wir... Weißt du, was auch eine schöne Idee ist? Die haben doch hier diese Aussicht. Und wenn wir hier eine Bank hinbauen, dann können die da immer mehr oder weniger schön rausklotzen. Na, und sich erfreuen. So, Freunde, macht das jetzt mal fertig hier. Achso, wir sind im neuen System. Ne? Ich müsste mal, glaube ich, uns springen lassen hier. Genau.
Gut, ich glaube, ich nehme nochmal dieselben. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Christo, Madina und Marcelo. Wir können gerne mal nachschauen. Christo, Madino und Selina, oder wie war's? Wir schauen mal. Christo, Madina und... Wo sind die Selina hin? Die Selina gibt's nicht. Christo, Madina und Marcelo. Hier ist es doch. Gut, alles klar, passt. Okay, die sind von der Gesundheit ganz okay. Und das andere, so lala. Gut, haben wir. Gut, dann werde ich die mal... dann werde ich hier mal einen anderen Dings machen. Und zwar nehmen wir hier das für Sondierungen. Das heißt, ich brauche einen, der hier relativ gesund ist. Den Cage. Nicholas. Gage. Und die anderen will ich so auf, das ist egal. Ne, Ulien will ich nicht. Hier, nimm die mal. Ja, und dann machen wir mit dir die Sondierungseinsatz. Jawohl. Weil da brauchen wir 15 Minuten länger. 50%, okay, das ist schlecht. Liegt das am System? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken, müssen wir gucken. So, dann machen die den Sondierungseinsatz, das läuft. Jo. Und mit den anderen... Gucken wir mal, wir könnten die Moral nach oben bringen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es da Zusammenhänge gibt mit der gesamten Moral der Bevölkerung. Und ich glaube, eine Such- und Rettungsaktion jetzt wäre okay. Es bringt uns Leute, es bringt uns auch Unproduktive, aber im Moment bringt es uns erstmal ein paar Leute mehr und es steigert die Moral. Also ich glaube, in dem Sektor hier ist das erstmal okay und wir machen das so. Genau. So. Kann ich eigentlich mit einem Jäger einen Sondierungseinsatz machen? Nee, ne? Das hat man aber, glaube ich, schon mal, dass das nicht funktioniert, ne? Ich glaube. Egal, wir werden sehen. Gut, dann können wir hier zurückgehen. Ich gehe mal hier raus. Und wir prüfen. Wir haben Medizin, das läuft soweit. Es ist Medizin noch an den Stationen vorhanden. Das ist also auch okay. Ja. Nein, ich habe hier einen Türbug. Oh, Leute. Das glaubst du nicht, ne? Wenn schon die sich mal hier entscheiden, machen die hier Rambazamba. Okay, die nehmen das hier weg und dünnen das dahin, dann... Okay, ich habe nichts gesagt, dann ist das so. Die nimmt das weg, der bringt das hin. Wow, was machen die hier? Das ist auch eine Truppe. Kannst aber einen drauf lassen, du. Okay, gut. Ich mache mal ganz kurz Pause für den Moment. Wir gehen hier rein. Und jetzt brauche ich das erste Gerät. Und zwar dieses hier. Und das kostet 3 Verbundstoffe. Das haben wir da. Ich setze das mal hier rüber. Ich will es nicht ganz hier rüber setzen, dass es nicht gleich Feuer fängt. Aber ich setze es hier rüber. Und da sage ich mal, das machen wir. Und da hätte ich auch gerne... für das Objekt hier einen Bauauftrag, also eine beschleunigende Priorität. Ja, das würde ich gerne mal haben wollen, damit der Strom endlich in Sack und Tüten ist. Ja, wir sind in der 23. Minute und ich glaube, wir sind momentan noch gut unterwegs. Wasser können wir momentan mit Missionen noch blocken. Wir dürfen nur keine Leute verlieren. Das ist das Problem, was wir haben. Ja, das dürfen wir nicht. Gut, ansonsten würde ich das jetzt... favorisieren, dass die das hier machen. Ja. Hier werden wir den Gang verlängern, aber es steht noch nicht so auf der Hauptagenda. Ihr müsst da Verständnis haben, dass wir das nicht alles auf einmal können. So. Ich probiere mal, ob die sich hier hinsetzen und ob die sich hier wohlfühlen. So, machen wir mal. Wenn das Ding da offen ist, ne? So, das heißt nämlich auch, wie gesagt, dass alle Scheiben repariert sind und wir alle Luken offen lassen können, ne? Die müssten nur langsam mal hier auch ein bisschen da was anbauen, ne? Machen sie nicht. Hm. Hier sind Waffen. Die sind hier ein bisschen ungünstig vielleicht, oder? Tja.
So, der läuft schon mal. Das ist sehr gut. Dann würde ich als nächstes den Reaktor favorisieren. Den können wir schon mal hier hinstellen. Rein theoretisch passen hier drei Reaktoren nebeneinander. Na, die Türen sind trotzdem frei und es sollte funktionieren. Und wir machen das einfach mal so. Wir probieren das, ob das so funktioniert. So, wenn das so gebaut ist, können wir das auch in Auftrag geben. Wir brauchen noch 5 weitere Verbundstoffe. Und ich hoffe, dass unser Schiff erfolgreich ist und was zurückbringt. So, hier ist noch die Priorität drin. Die lassen wir auch vorerst auch noch drin. Es muss einfach alles irgendwie passen, ja. So, und auch hier weiß ich jetzt nicht, ob wir... Ja, müssen wir gucken. Wir müssen gucken. Ja, nicht alles auf einmal, es geht halt nicht. Okay, hier fangen sie jetzt langsam an. Hier wachsen die Pilze. Sehr gut, dann haben wir das auch. Wir schauen nochmal hoch in die Küche. Ob denn hier auch jemand arbeitet? Ich glaube, unser Shuttle kam zurück. Jawohl. Das haben wir gerade günstig gesehen, ne? Absoluter Erfolg, die Sondierung. Wunderbare Sache. Gut, dann können wir aber eigentlich wieder hochgehen. Küche, hier wird nichts gemacht. Jetzt wird was gemacht, eventuell. Jawohl. Nee, doch nicht. Gut, Essen ist ein Problem. Wir haben nur noch einen Verwundeten. Ich würde hier ganz gerne nochmal für den Anfang einen einstellen, der hier kurz mitmacht. Das Schiff war ein voller Erfolg. 11 Leute. Da geht die Moral nach oben. Wir gucken mal, wer da so vorbeischneit bei uns. Was wir so Neues kriegen. Und wie vielleicht. Der sieht aber nicht gut aus hier. Schade, dass es keinen richtigen Befehl gibt. Geh auf die Krankenstation und dort bleibst du, bis du wieder fit bist. Na, das ist echt ein bisschen schade. So, denen geht es allen ganz gut. Da muss ich mal ganz kurz einen Check-up machen. Das ist in Ordnung. Gefühlslage Spiel, Statuseffekt im Dienst. Die Werte sind auch in Ordnung. Ich schau mal hier, das ist noch in Ordnung. Könnte man zur Not noch einen Einsatz mit denen fliegen? Das könnte passen. Der Wert ist auch in Ordnung und der Wert ist auch in Ordnung. Eventuell könnte es aber trotzdem knapp sein. Es könnte trotzdem knapp sein. Schwierig, ich schaue mir es nochmal an. Ne? Ich weiß es nicht, die haben bestimmt ein Drittel haben sie jetzt verloren beim Flug. Ich schätze es einfach mal, ich weiß es nicht. Wenn ich die jetzt rausnehme... Trümmer, da haben wir 15 von denen. Weißt du was, ich schicke euch trotzdem nochmal. Ne, das ist das falsche Schiff. Das ist noch nicht... Wieso kann ich denn das Shuttle nicht? Okay. Ja, da haben wir wieder ein paar mehr, ne? Verwundete, aber gut, so ist es halt. Das kommt halt nicht anders rüber. So. Ja, ja, ja. So, warte mal. Ich muss jetzt auf alle Fälle, brauche ich hier noch einen Shuttle. Das werden wir... Ne, das werden wir nicht machen. Wir werden den Raum oben erstmal zu Ende kriegen. Ein bisschen. Genau. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir sind trotzdem kurz auf Pause. Ich würde dich gerne... raustun und dich auch erstmal. Und bei dir würde ich mal den Gage, würde ich mal schauen, wo bist denn du? Gage. Hier. Also kann ich dich nicht anschauen, das ist natürlich blöd. Auffinden. Du bist noch im Schiff? Nee. Du bist noch im Schiff? Kann ich gar nicht glauben. Ah, das ist manchmal ist ein bisschen blöd, ne? Aber, wie gesagt, das könnte irgendwie anders gestaltet sein. Na, übersichtlicher, dass ich sagen kann, okay, ich will denn jetzt wechseln. Dann, Gage, wie sieht der aus? Okay, die Werte sind für mich in Ordnung. Du fliegst auf alle Fälle nochmal und ich gebe dir noch 2 andere mit.
So, machen wir das. Mhm. Militär. Wir gucken mal mit der Gesundheit. Die Bray. Und die Dell. Na ja, ist doch schön. So, dann macht ihr mal hier die Trümmer. Da haben wir 75%. Wenn das funktioniert, ist das absolut top, ne? Die müssen wir nehmen. Jawohl. Gut, Freunde, da haben wir die erste halbe Stunde erstmal rum. Und da würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Was ist mit dem hier? Warte mal. Noteinsatz. Inspirieren, die schläft, die ist ohnmächtig. Das ist ja heftig. Verletzt. Im Dienst. Hasst Betten. Glaubt an Geister. Schläft im Stehen, wünscht sich, würde das lassen. what? Schläft an Ort und Stelle ein. Seron schläft in keiner Koje. Okay, dann braucht die ein Bett oder irgendwas hier, so eine Couch. Warum schläft sie da nicht auf einer Couch? Hier haben wir auch noch so eine, also hier so ein Sitz. Haben wir da auch noch welche? Es ist wieder. Schläft an Ort und Stelle ein, Platsch. Okay, dann ist das so. Gut, ich glaube, wir haben hier alles da. Ich würde das mal auf Priorisieren machen. Der Automat läuft. Da brauchen wir eigentlich keinen dran. Was der da macht, weiß ich nicht. Und dann haben wir zumindest schon mal das Stromproblem für den Moment erledigt. So, gut. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann sage ich, ja, gute Reise, hoffe ich. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Wenn ihr was feststellt, wenn sich irgendwas nach eurer Meinung in eine falsche Bahn bewegt, in die Kommentare damit. Na, in die Kommentare. Also, anders geht's nicht. Sonst kommen wir vielleicht wieder nicht an. Ja, wir haben in dem zweiten Durchgang sind wir schon ein Stück weitergekommen. Wir sind zwar nicht systemmäßig weitergekommen, aber tagemäßig haben wir länger durchgehalten. Tja. Und schreibt's einfach rein. Schreibt's rein. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.